Ja, hallo bei Busse Yachtshop. Heute haben wir von Sailor das Funkgerät 6215 hier. Das wollte ich euch einmal zeigen. Das ist ein DSC und ARTIS UKW-Seefunkgerät. Halt von Sailor, sehr schöne Qualität immer von Sailor, diese Sachen. Wenn wir uns das Gerät einmal anschauen, dann haben wir hier vorne einen großen Lautsprecher, hier Schnellzugriffstasten, Kanal 16, Auswahl. Hier ist die Kappe, in die das Mikrofon später reinkommt. Notruftaste mit Abdeckung, Squelch, Sprachwiederholung haben wir. Hier wird es eingeschaltet. Ordentliche Drehknöpfe, ne? Schönes großes Display. An der Seite sehen wir hier die Aufnahme für den Aufbaubügel mit Rändelschraube in der Mitte. Zubehör zeige ich euch gleich. Da haben wir einen Masseanschluss, den man nur selten braucht. Aber das ist der Seefunkantennenanschluss, PL-Buchse. Ne? Hier haben wir einmal den Stromanschluss, plus minus. Und dann haben wir hier einmal ein Lautsprecherkabel und ein Hailerkabel, sprich ein Hornkabel. Ne? Können wir da anschließen. Hier haben wir noch einen ACC-Anschluss, das heißt Accessories. Darunter verbirgt sich der Anschluss für das GPS, NMEA 183 GPS wird dort angeschlossen. Und da haben wir noch einen Control-Anschluss, da können wir eine erweiterte Bedienstation anschließen, also sprich ein Lautsprechermikrofon zum Beispiel, Box und andere Sachen über Verteilung. Ja. Das ist ein Zubehör für Kontrolleinheiten. So, dann schauen wir uns einmal an, was im Lieferumfang enthalten ist. Also einmal natürlich die Funkanlage, dann das ist auch bei Sailor speziell, die haben jede Anlage getestet, Stromaufnahme, alles hier Result passt, hier einfach auf dem Testplatz, bevor sie ausgeliefert wird. Dann haben wir hier eine Übersicht, wie was eingebaut wird, ein Handbuch, dieses Handbuch gibt es natürlich nur in Englisch, bei Seefunk aber auch üblich inzwischen. Mikrofon, hier sehen wir NMEA-Anschlüsse, wie ist der Accessory-Connector belegt. Solche Sachen, wie sind die Ein- und Ausgänge geschaltet, ja? Control, kann und solche Sachen, ne? Ein Handset kann man anschließen an den Control-Anschluss und so weiter, ja? Das einmal die Anleitung für das 6215. Dann ist dabei eine Einbaudichtung, die wird hinter das Gerät gesetzt, wenn wir es einbauen wollen. Eine Sonnenschutzabdeckung ist dabei. Die kann vorne aufgesetzt werden. Ne? Dann bleibt hier unten das Mikrofon frei. Das haben wir dabei. Das ist das Mikrofon. Das wird vorne angeschlossen. Unter dieser Kappe wird das Mikrofon. Na, wo ist die Nase? Unten. Ja, einfach so angeschlossen. Habt ihr ein Spiralkabel, könnt das ein bisschen hinziehen. Da ist die Sendetaste. Ne? Hinten haben wir die Aufhängung fürs Mikrofon. Ist ein Wandhalter mit bei. Dann haben wir hier einen Schraubensatz. Da seht ihr den Wandhalter zum Beispiel drin. Wir haben da noch verschiedene Schrauben, Sicherung und auch so lange Schrauben. Das ist nämlich so, wenn ihr das Gerät in die Wand einbauen wollt, dann ist von hinten. Das mal angucken, sind zwei solche Teile dabei. Die werden hier rüber geschoben. Dann wird hier eine Mutter eingesetzt und von hinten kommt eine lange Schraube ran, die das Ganze in die Wand zieht und damit das Gerät schön fest und bündig an der Wand verklemmt. Ja, wenn ihr ein Loch rausgeschnitten habt, das in die Wand reinsteckt, ist das hier der Halter, der ist von hinten verschraubt. Und der natürlich zweimal für jede Seite. Ne? Einmal hier rüber oder da. Ne? Das ist sozusagen der Wandeinbauhalter. Dafür sind auch diese langen Schrauben und hier quadratische Muttern, die sich hinten nicht mitdrehen. Dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, eine Bügelmontage. Das heißt, wir können das Gerät auf den Bügel setzen oder auch unter die Decke setzen. Dafür sind hier noch
Ne? Aus zwei Rändelschrauben, die dann hier reinkommen. Ne? Und das seitlich festhalten. Dann könnt ihr es ein bisschen kippen. Das ist ja so eine Rastung hier an der Seite. Hier seht ihr die Rastung. Könnt ihr also ein bisschen kippen, dass ihr euch reinstellt, dass ihr es gut sehen könnt. Hier ist das Accessory-Kabel, was dabei ist. Hier seht ihr auch die verschiedenen Farben, die im Handbuch beschrieben sind, wo zum Beispiel das GPS ankommt, drankommt. NMI 183 GPS. Der Stecker kommt hier oben rein und der Accessory. Auch hier haben wir wieder eine Nase. Müssen wir mal gucken, wo die ist. Rein und verschrauben. Dann können wir hier hinten das GPS anschließen. Und dabei ist natürlich ein Stromkabel. Rot, blau, entsprechend hier zugeordnet, rot und blau. Und dann könnt ihr das 12 Volt anschließen. Und das ist der Lieferumfang der 6215 Funkanlage von Sailor. Also dabei Aufbauhalter, Einbauset, Mikrofon, Accessory-Kabel für GPS-Anschluss, Montageanleitung. Ach ja, das wollte ich euch nochmal zeigen. Das habe ich ganz vergessen. Hier ist natürlich noch ein Zettel dabei, einmal der Lieferumfang, die Abmessung. Ihr seht hier Stromkabel, External Speaker, ist das mit dem weißen Ring dran. Hailer ist das mit dem roten Ring dran, das Kabel. Ihr seht hier, wie der Satz eingebaut wird. Hier ist eine Membran an der Seite, die das Ganze vor Wasser schützt, das kann aber trotzdem atmen. Und auf der Rückseite seht ihr hier oben das Accessory-Kabel. Hier sind die Farben vom Accessory-Kabel. Ihr braucht also NMEA in plus minus, also 1, 2 oder braun-blau. Das ist das Typische, was ihr da braucht, um halt ein GPS mit NMEA 183 Ausgang anzuschließen. Das ist für die DSC-Position. Ne? Aufhängung, das ist dieses Control-Speaker-Mikrofon. Das ist das 6205, findet ihr auch bei uns. Hier ist nochmal, wie groß der Ausschnitt sein muss, wenn ihr es in die Wand einbauen wollt. Und hier seht ihr einen Schaltplan. Dabei ist natürlich das Funkgerät und einmal das Mikrofon und das Accessory-Kabel für GPS. Alles andere ist dann zusätzlich. Ihr könntet auch ein Handset anschließen. Das Mikrofon kann man natürlich nicht aus dem Set rausnehmen, das könntet ihr hier vorne anschließen. Ihr könnt aber auch ein Handset hier hinten über eine extra 6207 Box anschließen. Und dann habt ihr ein abgesetztes, wirklichen Handhörer, ja, wo ihr dann mitsprechen und hören könnt. So, Power Converter, klar, Hailer External Speaker 8 Ohm, Lautsprecher oder Hailer 4 Ohm. All solche Sachen werden über die Kabel, Accessory und Control angeschlossen. So, damit haben wir jetzt auch schon den Anschluss und damit ist das 6215 Funkgerät von Sailor DSC Artus jetzt komplett.